Hallo, meine lieben Schützegeborenen. Ich begrüße euch recht herzlich zu eurer Monatslegung für den Monat Mai 2022. Ich habe die Karten bereits gemischt und ausgelegt und würde auch gleich in die Deutung gehen. Bitte beachtet nur vorher, dass ich in den Allgemeinlegungen immer von der weiblichen Hauptperson ausgehe und das ist egal, ob du als Zuschauer männlich oder weiblich bist. Du münzt dir das dann bitte einfach um. So, ihr bedenkt bitte auch, dass die Aussagen allgemeine Aussagen sind. Das heißt, sie können, sie müssen aber nicht auf euch zutreffen, ne? Gut, ich würde jetzt einfach mal anfangen. So, wir gehen jetzt mal hier von der weiblichen Hauptperson aus. Du liegst mir hier im Haus des Herzens. Das heißt, es ist gut möglich, dass du dich im Mai viel mit dem Thema Emotionen und Gefühlen auseinandersetzt. Und wenn ich jetzt mal schaue, wo liegt denn hier das Herz? Das liegt mir so ein bisschen umgeben von der Traurigkeit, von den Blockaden, weil ja einfach Gespräche nicht stattfinden. Ich habe auch, dass die Mäuschen sich aufs Herz spiegeln, ne? Es ist einfach gut möglich, dass der ein oder andere Schützegeborene oder die ein oder andere Schützegeborene unter euch hier einfach so ein bisschen wirklich Kummer hat, wenn es um das Thema Liebe und Gefühl geht. Und da ist es aber so, da kann ich euch beruhigen, denn im Mai habe ich, dass die Blockaden sich ja auch auflösen werden. Und dass die Stillstände auch nicht mehr langfristig anhalten werden. Also es ist, wie gesagt, gut möglich, dass hier wirklich auch wieder mehr Energie oder mehr Positivität in euer Leben kommt. Denn ihr liegt mir hier auch ein bisschen, in eurem Haus liegt so momentan der Turm. Im Turm liegen wieder die Emotionen, das Seelische. Ne? Ihr habt euch hier auch einfach sehr zurückgezogen. Ne? Es ist gut möglich, dass ihr gesagt habt, nee, ich brauche jetzt mal viel Zeit für mich und ihr liegt hier einfach auch mit dem Rückzug angezeigt, ne? Aber da ist es halt auch so, dass da doch auch wieder mehr Bewegung reinkommt, weil ich auch auf den Rückzug die Mäuschen bekomme. Also, dass ihr euch einfach im Mai wieder mehr zeigt, dass ihr wieder mehr rausgeht, wieder mehr unter Menschen geht und ja, euch aus eurem Rückzug da einfach ein bisschen rausholt, ne? Ich habe nämlich hier vor eurer Nase auch das Thema Neubeginn liegen. Das Thema Neubeginn könnte sich hier auch im Bereich der Arbeit zeigen, dass sich hier etwas Neues für euch tut. Und die Arbeit, ja, da gab es einige Unklarheiten bisher. Vielleicht auch Probleme mit einem Vorgesetzten oder einem Kollegen. Aber da habe ich das Gefühl, dass sich auch da die Blockaden, die Konflikte oder die Herausforderungen auch auflösen werden. Denn es ist gut möglich, dass bei dem einen oder anderen hier ein Vorgesetzter das Unternehmen verlässt. Oder wenn das nicht so ist, dass es hier trotzdem Klärung gibt und dass man dann auch wieder ein bisschen besser einfach auch miteinander umgeht. Also, dass eure Belastung bezüglich der Harmonie auf Arbeit hier einfach sich auch auflöst. Ansonsten ist es auch möglich, dass euch hier über Umwege nochmal ein Angebot gemacht wird, also hier auch neue Verträge, wo es bei euch darum geht, dass ihr euch entscheidet oder entscheiden dürft, möchte ich einen neuen Vertrag annehmen oder nicht. An dem Vertrag, da liegt so ein bisschen auch die Schicksalhaftigkeit, ne? Als ob das wirklich auch so sein soll. Aber ich habe auf der anderen Seite auch hier so ein bisschen die Zeitverzögerung drauf liegen, sodass ich noch nicht glaube, dass jetzt im Mai schon direkt diese Entscheidungen getroffen werden für oder gegen einen neuen Vertrag. Ich meine, das empfehle ich sowieso, weil im Mai wird der Merkur am 10. Mai direkt rückläufig in dem Zeichen Zwillinge und ab dem 23. Mai im Zeichen Stier. Und der Merkur steht natürlich auch für die Kommunikation, für die Verhandlungen, aber auch für die Verträge. Und ja, ich warne einfach immer gerne, dass man unter rückläufigen Merkur oder der rückläufigen Merkurenergie allgemein, die ja auch schon vor dem 10. Mai zu spüren ist, irgendwelche neuen Dinge beginnt, weil sich oft danach zeigt, dass Abmachungen oder Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Und man sich doch oft im Nachhinein etwas ärgern kann darüber, wenn man während des rückläufigen Merkurs Entscheidungen für neue Sachen getroffen hat, ne? Also schaut da bitte für euch, ob das jetzt schon wirklich notwendig ist. Lasst euch bitte nicht zu Entscheidungen drängen. Und wenn es aber doch gar nicht anders möglich ist, ne, wenn es um neue Verträge geht, dann bitte prüft alles Schriftliche sehr genau. Lasst euch alle Vereinbarungen und Abmachungen nochmal zusätzlich schriftlich absichern.
Nicht, dass im Nachhinein gesagt werden kann, das hätte ich so nie gesagt oder so, ne? Also da kann ich euch wirklich nur diesen wichtigen Hinweis geben, weil es gut möglich sein kann, dass hier Gespräche in Verbindung mit Verträgen einfach nicht geführt werden, ne? Und dann kriege ich hier einfach auch den Fuchs mit drauf, wo ich da wirklich vorsichtig wäre. Also versucht wirklich hier alles ganz klar abzusichern für euch, ne? Ansonsten habe ich aber das Thema Neubeginn, wenn es um die Arbeit geht, hier eher sehr, sehr schön liegen in der Sommerzeit, wo einfach sich dann auch diese Unklarheiten auflösen werden, ne? Für all diejenigen, die sich jetzt im beruflichen Bereich in der Selbstständigkeit befinden, gilt Ähnliches, weil ich habe hier einen Aufschwung, neue Möglichkeiten, neue Entscheidungen und auch alles, was so Thema Kundenkreis angeht, Wachstum im Kundenkreis. Das liegt mir hier wirklich sehr gut, auch in der Sommerzeit, ne? Also versucht da nicht in die Ungeduld oder in die Angst zu kommen. Es ist einfach, ihr beschäftigt euch hier nochmal ganz viel mit dem Thema Selbstständigkeit, was ihr vielleicht auch ändern wollt, was ihr manifestieren wollt, ne? Aber die eigentlichen Veränderungen, die liegen mir erst, also jetzt aktuell noch nicht im Mai. Da werden die Entscheidungen ja auch so ein bisschen zeitverzögert angezeigt. Aber gedanklich werdet ihr euch auf jeden Fall damit auseinandersetzen und die Gedanken, die ihr habt, die liegen auch wirklich positiv, ne? Also da mache ich mir da an sich keine Gedanken, auch wenn ihr das Gefühl habt, es fehlt euch einfach die Klarheit. Aber auch das löst sich auf, ne? So, jetzt schauen wir mal nochmal in den Bereich Liebe und ich würde einfach mal anfangen mit denjenigen unter euch, ihr lieben Schützen, die sich bereits in einer festen Verbindung befinden. Da habe ich so ein bisschen auch viele oder einige Unklarheiten und Unsicherheiten in Bezug auf Partnerschaft liegen und auch hier von deiner Seite aus nagende Gedanken, gerade wenn es dann auch um dein Gegenüber geht, wo einfach so ein bisschen das Gefühl da ist, liebt derjenige mich noch oder diejenige oder mein Gegenüber allgemein. Hier liegen Ängste. Aber wie gesagt, im Mai habe ich das Gefühl, dass ja aufgrund von Gesprächen, da lösen sich nämlich auch hier die Blockaden auf, die Chance habt, hier nochmal in eine neue Energie zu kommen und einfach Dinge auch zu klären, die eher belastend waren in eurer Partnerschaft und ihr somit natürlich auch in eine neue Beständigkeit kommen könnt, ne? Weil die Partnerschaft spiegelt sich dann hier rüber in eine neue Beständigkeit. Und ich habe auch ganz doll das Gefühl, dass ihr euch beide hier wieder auch nach Nähe und Zuwendung sehnt. Na, also es ist vielleicht bei dem einen oder anderen hat es einfach auch an der körperlichen Nähe gefehlt. Und da ist es gut möglich, dass ihr im Mai da wirklich klar drüber reden werdet und da auch noch ja, einfach auch in die Handlung kommen möchtet. Ne? Weil die Handlung wiederum, die Aktivität liegt hier im Haus des Schlüssels. Also das kommt dann auch mit Sicherheit. Ne? Es ist auch gut möglich, dass aufgrund dieser Gespräche und der Klarheit oder den Ergebnissen aus den Gesprächen ergibt, dass ihr hier wirklich noch mal ein bisschen Geduld braucht. Vielleicht jeder für sich oder miteinander, bis man wieder in eine neue Stabilität in der Liebe kommt. Ne? Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass ihr da wirklich auch zu einer Klärung kommt, weil das Thema Partnerschaft, bestehende Partnerschaften liegen wir jetzt hier nicht mit den Beendigungen, sondern halt wirklich mit der Chance auf neue Stabilität und Sicherheit. Es wird auch darüber gesprochen, was fühlt man eigentlich noch füreinander, was belastet einen, ne? Also ihr habt wirklich die Chance, im Mai klar zu kommunizieren, ne? So, jetzt schauen wir mal auf diejenigen, die einen Herzensmenschen haben, aber noch nicht mit ihrem Gegenüber zusammen sind. Und da ist es ähnlich. Auch da hat man natürlich den Kummer auf der Liebe. Ihr wisst nicht, was fühlt euer Gegenüber, was möchte euer Gegenüber. Aber auch hier ähnlich, wie ich es vorher schon sagte, habt ihr die Chance, ganz klar wirklich auch darüber zu reden. Und dann lösen sich ja auch die Blockaden, so dass ihr auch für euch wieder mehr in diese Stabilität und Sicherheit auch kommen könnt, ne? Wenn es jetzt zum Beispiel jemanden gibt, der sich in einer Dreiecksgeschichte befindet, wo einfach auch noch eine dritte Person eine Rolle spielt, kann ich hier erkennen, dass nochmal schon drüber gesprochen werden kann, will man diesen Neubeginn nochmal mit diesem anderen Menschen starten oder nicht, weil da liegen ja ganz viele Unsicherheiten, beziehungsweise macht sich die dritte Person hier wirklich Gedanken darüber,
wie stabil eigentlich diese Beziehung noch ist. Und da habe ich aber das Gefühl, dass über kurz oder lang hier ganz klar wirklich Entscheidungen getroffen werden und diese Beziehung dann letztendlich auch mit der Beendigung liegt. Ne? Aber das habe ich jetzt auch noch nicht im Mai angezeigt. Ne? Also die Trennung liegt mir dann doch eher mit der Plötzlichkeit drin und das könnte sich hier wirklich noch bis zur Sommer-Herbstzeit ziehen. Aber für euch wird es erstmal hier wieder zu Treffen kommen. Man nähert sich wieder an, die Unsicherheiten gehen immer mehr raus. Auch die Stillstände, wenn man sich jetzt länger nicht gesehen hat, auch Kommunikation und Nachrichten habe ich hier wieder angezeigt, sodass eventuell bei Rückzügen in Liebesverbindungen oder in Dreiecksgeschichten diese Rückzüge sich auch hier wieder auflösen können. Ne? So, jetzt schauen wir mal auf diejenigen, die weder einen Herzensmenschen haben sich oder und sich auch in keiner festen Verbindung befinden. Also die absoluten Singles unter euch. Da ist es so, ihr seid mir doch sehr mit euch selbst auch beschäftigt. Ne? Wie gesagt, ihr habt auch hier den Kummer auf der Liebe liegen, sucht eigentlich doch auch schon etwas Beständiges, der ein oder andere, muss aber hier einfach noch Situationen verarbeiten, die er in der Vergangenheit erlebt hat. Wobei es schon gut möglich sein kann, dass ihr hier jemanden begegnet, jemanden kennenlernt, wo es sich wirklich lohnt, den auch genauer anzuschauen. Da ist es zwar auch möglich, dass man noch nicht so genau weiß, wie man das einzuordnen hat bei euer neuer Gegenüber, ne? Vielleicht nicht unbedingt so diesen stabilsten Eindruck macht, aber eigentlich wünscht sich euer Gegenüber auch etwas Neues und hat ähnlich wie ihr einfach auch diese Ängste oder diese schlechten Erfahrungen bei sich, die ihr auch habt. Und da habe ich wiederum viele Gespräche liegen, sehr freundschaftliche Gespräche, vertrauensvolle Gespräche. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ihr da schon ganz klar in eine neue feste Partnerschaft geht. Ne? Also da wäre wirklich so dieses Prinzip, ja, dass man sich ganz normal erstmal kennenlernt, so wie alte Schule. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Ja, was zeigt sich denn hier noch? Auf der gesundheitlichen Ebene, also erstmal unter denjenigen unter euch, die unbedingt Gewicht verlieren wollen, habe ich hier sehr, sehr schöne Aspekte liegen. Und ihr werdet auch Gewicht verlieren. Ne? Also da liegt mir wiederum die Energie hier im Bild sehr, sehr positiv. Wer jetzt vielleicht unter euch mit Magen-Darm-Beschwerden zu tun hatte, ne? Auch da lösen sich die Blockaden wieder auf. Da kann es gut sein, ja, dass ihr einfach hier was Falsches gegessen habt. Oder es ist möglich, dass ihr mal Gefahr lauft, irgendetwas Falsches zu essen, was ihr nicht gut vertragt. Also achtet da ein bisschen drauf. Ja, genau, ihr Lieben. Ansonsten habe ich hier auf der gesundheitlichen Ebene noch ein bisschen die Gefahr, passt da mal ein bisschen auf, so mit Füße umknicken oder, ne, also wenn ihr unterwegs seid, sportlich unterwegs seid, ein bisschen Vorsicht walten lassen, ne. So, dann schaue ich mir noch mal schnell die Finanzen an. Die Finanzen habe ich hier bei euch so liegen, da macht ihr euch auch viele Gedanken drüber, da liegen auch hier Belastungen bei euch, aber da lösen sich die Blockaden auch wieder auf. Also sollte der eine oder andere herausfordernde Situation aufgrund der Finanzen gehabt haben, dann ist es hier gut möglich, dass Geld kommt, auf das ihr schon gewartet habt. Das könnte aber sein, dass es nicht ganz so viel ist, wie ihr vielleicht dachtet. Und da liegt hier auch so ein bisschen die Warnung drauf, wenn ihr jetzt auf Geld erwartet. Und das ist dann doch nicht so viel, wie ihr dachtet. Bitte da nochmal nachprüfen, weil da ist so ein bisschen die Gefahr. Und da liegt mir ja so der Fuchs mit dabei, dass da auch wirklich alles richtig gelaufen ist. Wenn es sich um Geld aus Erbgeschichten oder Erbangelegenheiten handelt, bitte auch da nochmal prüfen lassen und euch eventuell auch hier im Notfall professionellen Rat einholen. Weil da ist es auch möglich, dass da etwas nicht ganz richtig gelaufen ist. Ne? Genau. So, ja. Ich denke, jetzt habe ich alle Bereiche durchgesprochen,
Der rückläufige Merkur macht sich bei mir als sehr merkurlastiger Mensch schon bemerkbar mit Wuseldusel im Kopf. Aber ich hoffe, die Informationen helfen euch. Wie gesagt, ihr bedenkt, dass es allgemeine Energien sind. Und ich wünsche euch, lieben Schützen, einen wundervollen Monat Mai. Lasst es euch gut gehen, bleibt schön gesund und hoffentlich bis bald.